So, Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge auf unserer Bottwartal. Ein Schwab kehrt heim im Schwab kehrt heim Projekt. Ja, genau. Da seid ihr wieder richtig. Hier wird Schwäbisch gequetscht. Und ja, wir sind immer noch bei der Zuckerrübe. Und das Erfreuliche an dem Tag war, dass Tilde da war. Mit dem Autolädchen, ich mit ihrem kleinen Flitzer schön hochgerast komme. Und hat uns freundlicherweise ein kleines Tupper-Schüssele gebracht. Sorry, jetzt habe ich gerade Werbung gemacht. Aber es ist halt so. Tilde tut immer da Wert drauf legen, dass immer da was Ordentliches bringt. Und hat uns der Schweinebraten mit unseren abgebrateten Spätzle mit Ei drüber vorbeigebracht. Das heißt, wir hatten jetzt im Träger, wir haben gerade auf die Zucker rüber gewartet hin. Wenn wir das vernudeln können. Das ist der Ranze voll. Das Weinle hat sie auch schön mitgebracht. Ein kleines Gläsle, ein kleines Fläschle haben wir gekriegt. Das hat gut gemundet. Jetzt hoffen wir, dass wir nicht in die Polizeikontrolle reinkommen. Aber ja, der Zänke ist schon nicht rot. Ein Trollinger Näsle haben wir noch geheiß. Also das Essen hat es ja wieder nicht zunichte gemacht, gell? Wir haben natürlich auch einen Sprudel dabei gehabt. So ein Sprudel da halt, da aus der Gegend. Und für den Durst halt, ne? Ja, es war fein. Und so sind wir jetzt frisch gestärkt und können daher die Zucker rüber wieder abfahren. Ich hoffe, dass wir für den Panzerknacker hier bald fertig sind. Weil ich habe uns, ihr seht schon rechts, sie haben unsere Saatgutmaschine schon mal aufgefüllt. Wir haben ja zwei so Palette Saatgut schon mal gekauft, Kit im Shop. Und dann haben wir jetzt hier schon mal ans Feld nachgestellt. Bloß ist mir eingefallen, die Sämaschine, die kann nicht düngen, das ist nur eine reine Saatmaschine. Sollte das Feld, das wir da haben, vielleicht erstmal schön Dünger drauf schmeißen. Jetzt muss ich mal gucken, wegen dem Träger, wo die eigentlich alle rumflärren, die Dinger. Wo die rumstanden. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, wo die alle sind. Und wenn ihr euch nochmal wundert, da rechts steht jetzt unseren Drescher. Das kann ich euch sagen. Und zwar haben wir hier beim Heinz Ellmann, da haben wir einen Auftrag angenommen schon mal mit Rapsernte. Weil ihr wisst ja selber, Raps braucht unsere Raffinerie. Ich habe gedacht, das schadet jetzt mal nicht, wenn wir da ein bisschen einen Auftrag für das annehmen. Ja, also 60% haben wir. Sehr schön. Dann können wir gleich nochmal abtanken, weil da ist wieder bei 84%, bis wir oben sind. Ist das soweit? Aber dann lassen wir einen Stand und machen dann wieder voll. Wenn er ein paar Runden weitergefahren ist. Und dann können wir uns wieder um ein nächstes Geschichtle kümmern. Ich sag, wir suchen gerade einen freien Träger, wo wir den Dünger hier hochholen können. Und was wir auch noch machen müssen, ist das Stroh einsammeln. Vom anderen Feld, ich sag immer nur von dem und von dem Feld, vom Zehner. Da müssen wir noch Stroh einsammeln. Das heißt, da brauchen wir auch einen Träger. Aber natürlich, wir können nicht auf alle Baustelle tanzen. Deswegen machen wir das schön alles nach dem anderen, ohne Hudle. Weil Stuttgart und Rom wurde ja nicht an einem Tag erbaut. Stuttgart alles 20 Ding, wie lange sie da brauchen. Ein wahres Kunstwerk wird da erschaffen. Ein schwäbisches Meisterwerk. Sorry, für den Husten. Ja. Jeder hat halt sein Bär, ne? Jetzt nur die von der Hauptstadt kennen sowas. Ja, ne, auf alle Fälle. Deshalb müssen wir das Bottwartal auch nicht an einem Tag erobern. Lasst uns da schön Zeit. Der LS22 lässt ja auch noch ein bisschen auf sich warten. Und so.
Zucker rüberfällt, sieht auch langsam schon recht gut aus. Haben jetzt auch schon mehr abgeerntet, als noch da ist. So. Lassen wir dem seine Rübe dann auf einmal einschmeißen. Sichter Kolleg hier. 69%. Ja, das wird. Das wird. Ah, ich weiß, wo der andere Träger ist. Da hängt das Wasserfessel dran. Müssen wir aber auch noch Dünger kaufen. Ach so, ein Käsedreck. Kaufen, kaufen, kaufen. Immer muss kaufen da hinten. Aber am Anfang hast du halt nichts. Das ist halt einfach so ein bisschen blöd. Ja, den habe ich gemeint. Zennern. So, geht der jetzt da hinten, das kann ich doch leider mal dann einstellen. Pauli. Seid ihr nicht immer so? Stell dir nicht mit den Weg. Nein, Kerle. Na? Vielleicht der Hundehit, sag mal. Hast du keine Hundehütte? Hat man dir keine zukauft? Das war's, Fälsche. Gender abdocken. Jetzt. So. Jetzt brauchen wir den Düngerstreuer. Gut, dass wir das alles schon gekriegt haben. Da ist natürlich nichts drin, das ist ja klar. So, 4140 passt nein. Dann lasst uns nochmal schön dann aufdüsen. Auch zum Shop. Und ein bisschen Dünger reinschmeißen. Kostet halt auch schon wieder Geld. Die Flieger, die da oben drüber fliegen, die sollten immer auf Fähnle dran hängen, dass man weiß, wo die nachgehen. Das wäre mal interessant. Wenn die so auf Fähnle hinten dran zieht, fliegt nach, was weiß ich, Dubai oder. Nach Gallien um oder England oder nach Mallorca, ne? 17. Bundesland. Den ich immer interessant finde. So, jetzt ist er mit der Zuckerrebe noch ein bisschen beschäftigt. Ah, da sehen wir, da drüben steht die Eupalette. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Dünger. Das ist aber Flüssigdünger. Ich brauche keinen Flüssigdünger. Ich hätte jetzt schon gerne einen anderen Dünger kaufen. Mineraldünger. Das kostet nur 1920. Leute. Ich hole jetzt echt von den Lebenden, das muss ich jetzt schon sagen. Jetzt holen wir halt zwei von den Dinger. So, dann wollen wir den mal aufladen. Den Dünger können wir ja wieder abladen, wenn es zu viel ist. Das ist immer ganz praktisch. So. Da passt eh plus 1 rein. Nee, jetzt, oder? Was da? Was hast denn du? Wo hast denn du das jetzt rein? Du bist ja der Grästackel. Kerle, doch nicht da reinladen. Sollst du vorne in den Einladen? Macht der das? So was Doofes. Natürlich in den Einladen. Dingi, was soll denn der Quatsch? Oh, oh. Ja, schmeiß ihn ra. So, komm. Das ist halt schon. Jetzt muss ich das mit der Schaufel da hinten einladen, weil das einen Eingeladen hat. Ich muss schon mal mit dem Shop-Mitarbeiter da hinten, mit dem Chef mal schwätzen. Was die hier treiben, da, das geht ja echt nicht. Lade die mir das in Schaufeln ein. Und da lade ich, so ein bisschen Zeit hätte. So ein Spielchen da hinten. Jetzt komm, schmeiß das 6 da rein.
brauchst du nicht in der Schaufel. So, Headset. Dann mache ich nochmal ein Gewicht. Haben wir bloß kein Geld. Jetzt ich nochmal ein Gewicht gekauft. Wird man die Schaufel da wegmachen können. So. Ende der Lade zu. Fahre den auch schön aufs Feld nuff. Nehmen wir unser ganzes Equipment bald da oben stand an dem Feld. Kippst du jetzt nach oben mit deiner Schaufel da vorne, oder? Eieieiei, die Väter, du. Liebe Leute. So, stellen wir dich daneben. Da steht unser ganzer Stolz dahin, Senos. Ganze Stolz. So, du bist später dran. Du bist jetzt dran. So. Wollen wir einmal das Vehikel rumdrehen. Jetzt fahren wir doch in Frucht, nein, glaub. Aber wir haben ja vereinbart, ja, Google schön weg. Wenn er voll ist, fahrt er neben an. Aber wenn er halt nicht voll ist, macht er das nicht. Aber ich hätte halt schon gerne jetzt das Zeugs da voll runtergeholt. Warum machst das du, Edda? Komm. Oh, dein Tempomat, nein, guck, dass du ein holst. Komm, gib Gas jetzt. Ist eh schon voll. So. Dann die Zuckerrüben zurückbringen. Dann verkaufen wir den Rest. Ich meine, die Zuckerrübe brauchen doch unsere Schweinle, gell? Deswegen haben wir ja das überhaupt gemacht, da mit dem Auftrag. Weil Geld bringt das ja jetzt nicht wirklich viel, guter Auftrag an sich schon. Aber natürlich nicht die Zuckerrübe, wenn man die verkaufen wird. Da bleibt jetzt nicht so viel hängen. Da hat es auch so Schlammloch-Kit. Man müsst ja auch nicht über die Felder brettern, das knallt. Man könnte ja auch langsam fahren. Aber nee, wir haben ja keine Zeit, nicht, ne? Müsst ihr gucken, dass man fertig werdet hier. So, mal gucken, wie viel Prozent wir dann haben am Ende, wenn wir das jetzt noch abkippt haben. Jetzt hat man es ja langsam schon in Richtung geschafft hin. Gut, wir wollen trotzdem alles abernten, ganz klar, weil wir ja selber noch was brauchen und haben wollen in unserem Lager. Ja, Schweinefutter dann am Ende des Tages mal herstellen. Gucken wir jetzt gleich mal im Menü, da müsste es ja, glaube ich, gehen. So. Mischfutter. Mais, Erdfrüchte da. Proteine und Getreide, ja, genau. 73%, okay. 73% haben wir.
düsen wir im Sauseschritt wieder zu Zucker rüber. Dann da leite ich da rechts ins Steierk schon rum. Glück war da jetzt keiner. Das hätte ins Auge gegangen können. Oh, das könnte ein bisschen eng werden. Das könnte eng werden. So, jetzt haben wir. Der Helfer ruft schon bald wieder. Der wäre schon wieder zum Abtanken bereit, so wie ich das sehe. So, meine Inspektor, der da oben seid. So. Wir sind da. Keine lange Wartezeit. Schlusslege. Fahren wir gleich mit dem Tempomat. Fahrer macht durstig. So, den lassen wir jetzt nochmal schön stracke. So, gucken wir mal. Unsere Schätzle da, ne? Ist das nicht der wahre Pracht? Lassen wir hier hin. Das müssen wir halt noch bearbeiten. Das hilft uns halt auch nichts, ne? So. Aber nichtdestotrotz, lasst uns hier mal anfangen. Wie machen wir das jetzt am blödsten? Einmal rum und dann rum und nochmal nirgendwo rüber, lieber. Der ist ja recht groß, gell? Was mache ich denn jetzt? Stehen bleiben und Dünger vor Tor, das ist natürlich bestens, gell? So, jetzt müssen wir noch ein bisschen weiter rausfahren, sonst vergeudern wir noch was. Ich glaube, da können wir es ein bisschen besser streuen. Ja. Und da fliegt sie wieder. Auf der Buge. Das machen wir schon selber. Dann wissen wir, dass es ordentlich gemacht ist. Der Helfer hat das letzte Mal gezeigt, dass er es nicht richtig hat kenne. Gut, er hat nicht gepflügt, hat er, gell? Vielleicht haben wir da nicht ordentlich eingestellt. Das kann natürlich auch sein. Dass wir ihm da Unrecht tun. Im Gutste. Ja, ich weiß, mir vergeudet hier auch eine Menge. Einfach so blöde Ecke da, ne? Die hätte ich halt schon gern mitgenommen. So, jetzt mal gucken. Ich glaube, wir müssen nochmal. Ja, gut, ein paar Ecken haben wir freigelassen. Aber oh, das soll der Kohl jetzt auch nicht fett machen.
Düsen wir nochmal da hoch. Jetzt machen wir mal Reste, die wir vergessen haben. Wenn schon, dann den schon, gell? Und das Fleckleder haben wir auch noch mit. Und dann schnappen wir uns die Ecke, die hier noch, die wir hier ein bisschen vergessen haben. So, das sollte doch jetzt mal genügen für den Anfang. Stellen wir dich mal hier ab. Du kommst noch an die Reihe, du auch. Ich wollte erst einmal der Abfahrer mal wieder schnappen. Und dann fahren wir nochmal ein paar Zucker rüber ab. Aber ich bedanke mich bei euch schon mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen gefallen. Lasst doch mal gerne ein Däumchen da, ein paar Kommentare, würde mich auch sehr drüber freuen, ob euch das Projekt immer noch gefällt. Ob ihr noch weiterhin zuguckt, ob ihr noch mehr sehen wollt. Ansonsten, wenn ihr noch kein Abo hin, der hätte mich natürlich auch sehr freuen. Es kostet noch nicht mal was. So unglaublich, weil man Schwab kostet was nix. Ja, das Abo kostet tatsächlich nichts. Wird jetzt saumäßig freie. Ansonsten vielen Dank fürs Zugucken und man sieht sich. Bis denn, wenn ihr wollt. Tschüssle.